Windträume. Eine wundersame Reise zu sich selbst. Von Yandu. Gelesen von Radost Bokel. Lebe jeden Tag so, als sei es der letzte. Freue dich an Sonne und Mond, denn sie strahlen auch für dich. Lasse dich fallen und lerne genießen, trotz aller großen Aufgaben und Pläne. Manchmal sind die kleinen Dinge mehr. Und gib nie die Hoffnung auf. Du wirst sehen, die Welt gehört dir. Wenn wir bereit sind, die Träume in unser Leben einzubeziehen, lernen wir die Wahrhaftigkeit der Liebe und des Lebens kennen. Liebe geht ein ganzes Leben, egal wie, egal wann, egal wo.